Hallo Leute, ja, wir sind hier vor Ort und haben unseren Rucksack schon leer und jetzt wollten wir den Amboss bauen, oder wie war das? Hier ist natürlich ganz viel rausgekommen, das ist schon mal gut. Und irgendwo all brodelt's und jetzt können wir das erstmal da reinlegen. Ah ne, wir brauchen das ja wahrscheinlich, ne? Müssen wir mal rausnehmen. Ich nehme mal alles gerade raus. Die Nägel hatte ich hier wieder reingetan und zu weit weg. Jetzt müssen wir nur gucken, wo der Amboss ist. Beziehungsweise was wir herstellen können. Überhaupt Bronze-Brustpanzer. Ah, der Amboss war ja auch gar nicht hier. Der war ja. Warte, da ist wieder was rausgekommen. Dann gehen wir da mal schnell hin und heben das auf. Der Hammer ist auf 4. Und dann Herstellung. Amboss. Wir brauchen 2 Bronze, 5 Holz und die Werkbank in der Nähe. Bronze, 2 Holz. Oh, das war die falsche Taste. Die Fackel machen wir wieder aus. Bronze. Ja, können wir gleich 5-mal machen, oder? So, dann brauchen wir Holz. Das war da. So, und dann können wir mit dem Hammer. Warte mal, wo wollte ich das hinstellen? Ich glaube, da hinten wollte ich den Hammer hinstellen. Der ist ja sowieso nur zu Dekozwecken da, ne? Ich glaube, da muss man nicht dran, ne? Und wenn, dann hätten wir jetzt Pech gehabt. Neue Ausbaustufe, Schmiedestufe 2. So, das ist erledigt. Und dann können wir hier in die Schmiede gucken. Und jetzt muss man hier mehr machen können, oder? War der Flug schon immer da? Ne, ich glaube, der Flug war noch nicht da, oder? Aber eigentlich sieht es nicht nach mehr Rezepten aus, sondern wahrscheinlich nur, dass man den besser aufleveln kann, ne? Hier Brustbronzepanzer, hier Stufe 2. Jetzt können wir den aufleveln. Haltbarkeit, Rüstung 10, Bewegungsthema minus 5. Ja, komm, wir probieren mal das aufzuwerten. So, mehr geht jetzt nicht. Der Rest braucht dann Bronze zum Beispiel. Der brauchen wir auch. Wir brauchen ganz viel Bronze. Hier brauchen wir tatsächlich nur Kupfer und dann die Augen, um das Kupfermesser zu verbessern. Und die Bronze-Spitzhacke. Ah, okay, wir müssten jetzt definitiv schauen, dass wir hier weiterkommen. Was haben wir denn hier noch drinne? Das nehmen wir mal raus, weil das können wir wahrscheinlich hier rein. Ach, Kohle braucht man vielleicht auch noch, ne? Der ist voll. Ja, die Kohle noch mal nehmen und ja, Zinn wollen wir jetzt nicht reintun, ne? Ne, das kommt nicht hier rein. Das wäre dann hier, weil hier keine Kohle jetzt mehr dran ist. Schmeißen wir da Kohle rein. 5 haben wir noch. Das reicht aber nicht und ihr seid auf dem Großbildschirm noch gar nicht. Dann machen wir das Logo und dann auf dem Großbildschirm. So, da sind wir wieder. Ich habe noch Holz in den Kohlemeiler getan. Hier kommt das Kupfer raus. Und was hatten wir hier noch aufwertend? Nicht die Spitze, das Messer aber mit Kupfer. Nee, ich möchte das nicht. Ich möchte dann doch lieber hier die Bronzespitzhacke zum Beispiel aufwerten, weil die bringt mir mehr, ne? Ja. Aber wir müssen definitiv mehr Kupfer haben, um damit es weitergeht, ne? Die Nägel kommen hier wieder rein. Kupfer kommt rein, das kommt rein. Brustpanzer ist schon Stufe 2. Die Beinschienen noch nicht. Ja, warte mal. Wir müssen schon das mitnehmen, ne? Weil wir Bronze machen wollen, dann muss das so klappen. 5 steht da. Da brauchen wir definitiv noch mehr Kupfer. War hier noch was drin? Ja, klar, war da noch was drin. Die Bronzenägel lass da erstmal. Aber da kann ich nur einen herstellen.
Oder vielleicht zwei? Nee. Ein, weil dann wieder was fehlt. Was fehlt jetzt hier? Da ist noch drin, aber Kohle fehlt, ne? Die kriegen wir gerade hier weg. Und dann müssen wir schauen, dass wir Kohle reinschmeißen, damit das hier weiterläuft. Und dann, ja, das Essen ist auch wichtig, ne? Was bringt uns denn hier am meisten? Gesundheit und Ausdauer. Wildschweinfleisch hier. Wildschwein-Dörrfleisch. 23, 23. Was haben denn diese hier? Gesundheit 15, 15. Ja, 35, 12, ne? 30, 10. Wenn ich auf Gesundheit gehe, ist das hier für mich besser, ne? Aufwerten kann ich da nichts. Den rohen Fisch da rein dann. Gesundheit 50, der Met, der müsste eigentlich da rein, aber da gucken wir, was wir da brauchen. Honig, Blaubeeren, Himbeeren und Löwenzahn. Kann ich kein Bronze machen? Ne, es fehlt Kupfer. Wo kommt denn da immer raus? Ja, ist schon komisch, naja. Jetzt müssten wir doch wieder was machen können, oder? Wie viel brauchen wir denn hierfür? Ach, da kommt. Nee. Haben wir da jetzt Dingens drin? Jetzt ist schon mal gar nichts mehr drin, ne? Kohle ist wieder alle. Dann schmeißen wir erstmal die Kohle da rein, ne? Damit das wieder läuft. Hier wäre jetzt nur noch das drin, aber das kann ich da glaube ich nicht reinpacken, weil das andere da drin ist. Oder doch? Wohl doch, ne? Fängt an zu frieren. Mann, ich stehe neben dem Zeug alle und dann fange ich an zu frieren, ey. So, was haben wir jetzt gekriegt? Es kommt kein Kupfer mehr da raus. Wir haben nur noch Zinn. Da sind sieben Sachen drin. Ich habe nichts mehr und da kommt wieder Zinn raus, glaube. Komm, macht keinen Sinn. Lass das alles hier, weil Kupfer kommt gerade nicht mehr raus. Wir brauchen definitiv Kupfer. Na, das Holz muss woanders hin. Das Holz kommt hier hin. So, Suppe. Hilft mir jetzt eigentlich. Doch 50 Gesundheit war das. Da müssen wir hier nochmal reingucken, ne? Was war hier bei Essen? Dafür braucht man das, das und das. Und wo ist jetzt der Löwenzahn? Hier nicht. Ist er hier links um die Ecke? Ja. Den Rest lassen wir erstmal hier. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier noch was kochen können, also in dem Kochtopf. Ach, guck mal, wir haben nicht genug Himbeeren. Da haben wir nur sieben. Das ist schon wieder schlecht, ne? Ja. Kannst du alles hier lassen erst. Lass den Löwenzahn dann auch hier. Das haben wir alles. Aber wir müssen da noch mal rein, weil wir müssen jetzt hier, hier und hier steigern. Und das ist dunkel? Ne, es wird hell, ne? Da müssten wir eigentlich hinkriegen, ne? Nur wo gehen wir hin?
Ja, eigentlich noch da hinten. Ja, schauen wir mal da, dass wir da was kriegen und finden. Und cool wären natürlich so ein paar Beeren unterwegs, vor allem die Himbeeren. Aber jetzt sieht man hier nichts, weil dunkel. Ja. Das Schlimme ist auch, dass es ziemlich weit weg ist, da immer hinzulaufen, ne? Ich schau mal zu, dass das hier schneller zwischendurch ist. Ja, sind wir am Kupfer jetzt hier machen, ne? Hab gerade wieder so viele Sachen wahrscheinlich aufgenommen, die ich gar nicht hätte aufnehmen brauchen. Bisschen Energie sammeln, damit wir abbauen können, ne? So, aber kriegen wir denn hier auch was aufgehoben? Oder ist da immer Kupfer bei? Na, jetzt habe ich auf jeden Fall was gesehen, dass da Kupfer bei ist. Und da liegt jetzt das Kupfer. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir die Steine gerade wegschmeißen, damit wir Kupfer aufnehmen können. Okay, das passt erstmal. Spitzhacke ist besser geworden, das ist schon mal gut, ne? Hier ist nochmal Kupfer. Dann nochmal Kupfer aufgenommen. Da ist Kupfer. Na, will das nicht kaputt gehen? So, lass uns gerade gucken. Die Steine können wir wieder wegschmeißen. Dann ist hier noch ein bisschen Kupfer. Dann ist das schon alle, oder? Hier ist noch Kupfer. Na, komm schon. Hier ist noch Kupfer. Okay, da ist wieder was liegen geblieben. Jetzt haben wir 22. Ist hier noch Kupfer?
Da ist noch Kupfer. Und das kann ich jetzt wieder nicht mehr aufheben, oder wie ist das? Nee, ich habe jetzt 300 Kilo, das ist durch. Schade, aber nicht schlimm, da können wir hier noch weitermachen wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das war's, ne? Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Kupfer, allerdings, ja, wir müssten mal gucken, dass wir den Wagen nächstes Mal mitnehmen, ne? Das macht vielleicht Sinn, ne? Ja, eigentlich jetzt nach Hause, oder? Weil wenn wir voll sind, macht es keinen Sinn. Dann würde ich sagen, mache ich hier auch wieder ein Dingens-Schnelllauf und ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir dann zu Hause noch ein bisschen Kupfererz einschmelzen, dass wir Kupfer kriegen. Ne? Ja, schauen wir mal, wie das so wird. Oh. Kannst du mal eine Waffe nehmen? Komm, dann nimm die Fackel, da haben sie Angst vor. Sind die Fackel auch alle, wa? So, jetzt aber mit der Axt mal einmal bitte. Wieso die Axt jetzt gerade auch wieder nicht funktioniert, da weiß keiner, ne? Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Ja, das war wieder jetzt auch nur aufgehalten, ne? Pilze kann ich jetzt auch nicht sammeln. Ja, Schachmatt, ne? Ich würde mal ganz einfach sagen, wir machen hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ich laufe nach Hause, pack das aus, schmelze nochmal was ein und dann gucken wir, was wir bauen, ne? Machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.